Er ist das teuerste Modell, das Skoda je im Programm hatte. Er ist das stärkste Modell, das Skoda je im Programm hatte. Und es ist das erste SUV-Coupé, das Skoda im Programm hat. Nämlich, die Rede ist von meinem Partner hier neben mir, dem Skoda Enyaq Coupé RS IV. Und den möchte ich mir mit und für euch heute genauer anschauen. Wir werden uns den Wagen natürlich von außen anschauen, wir werden ihn fahren, wir prüfen die Platzverhältnisse dieses SUV-Coupés und wir werden natürlich auch die Fahreindrücke mit aufnehmen. Und am Ende gibt es, wie immer, meine persönliche Meinung zu dem Fahrzeug. Da das Ganze heute etwas kürzer ist, weil wir nicht zu viel Zeit haben mit dem Auto, werden wir es ein bisschen kompakter halten. Und ich hoffe trotzdem, ihr bleibt dran, ihr schaut euch das Video an, wenn euch das Ganze gefällt. Vergesst den Daumen nach oben nicht. Abonniert den Kanal sehr gerne, falls nicht schon getan, und schreibt mir vor allem eure Meinung unten in die Kommentarbox, damit wir am Ende des Videos auch über das Skoda Enyaq Coupé hier diskutieren können. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit mir, mit dem Ubi und dem Skoda Enyaq Coupé RS IV. Wenn ihr zum ersten Mal ein Skoda Enyaq Coupé seht oder respektive im Speziellen das RS-Modell, dann werdet ihr ihn vermutlich am sogenannten Crystal Face erkennen. Das ist dieser kristalline Einsatz hier, wo ehemals der Kühlergrill saß. Hier hat man tatsächlich diese Kühlermaske einfach mal szenisch oder besser gesagt hervorgehoben und hat sie auch ein bisschen als Designelement mit eingesetzt. Und das finde ich ganz gut. Das sind über 130 LED-Punkte, die hier eingelassen sind. Es gibt auch eine nette Animationsgrafik, wenn das Fahrzeug dann in der Dunkelheit geöffnet wird. Voll-LED-Scheinwerfer stehen ebenfalls zur Verfügung hier bei unserem Enyaq Coupé. Zusätzlich gibt es eben hier auch die Möglichkeit, sie mit Matrix-LED-Funktion auszurüsten im jeweiligen Optionspaket. Beim RS-Modell sind sie aber stets serienmäßig. Ebenfalls Serie beim RS ist das sogenannte Black-Paket, was man auch beim Sportline bekommt. Das sind diese schwarzen Hochglanzelemente hier rund um die Kühlermaske und hier unten im Stoßfänger. Der Stoßfänger ist auch übrigens eine Eigenheit der Enyaq Coupé-Modelle. Die haben normalerweise eigentlich hier so ein stilistisches C, was auf dem Kopf steht. Bei den RS-Modellen, und daran erkennt man sie sehr schön, gibt es dann noch diesen zusätzlichen Steg hier, sodass es dann wie ein umgekehrtes E wirkt. Die Besonderheit erkennt man jetzt sehr schön hier an der Seitenlinie des Enyaq RS Coupé oder Enyaq Coupé RS. Nämlich, wir haben eine Dachlinie, die sanft nach hinten abfällt, also ein klassisches SUV-Coupé. Begonnen hat das Ganze ja so mit damals mit den BMW X6 Modellen, da wurde man belächelt. Mittlerweile sind SUV-Coupés gang und gäbe. Übrigens, das Pendant hier aus dem Konzern ist natürlich der Volkswagen ID.5 und darauf kommen wir dann auf alle Fälle später nochmal zu sprechen. Zunächst einmal die Abmessungen. 4,65 Meter ist das Enyaq Coupé lang, 1,61 Meter nur hoch, also gar nicht mal so üppig, und die Außenbreite liegt bei 1,88 ohne die großen Außenspiegel. Serienmäßig sind 19 Zoll Leichtmetallräder. Wir haben jetzt hier optional die 21 Zoll Räder. 20 Zoll sind bei allen RS-Modellen serienmäßig. Und das Fahrzeug wirkt durch diese großen Kunststoffflächen oder respektive durch diese lackierten Kunststoffteile und die großen Blechteile eben sehr massig. Aber massig ist es auch auf der Waage. Serienmäßig wiegt das Enyaq RS Coupé mindestens 2250 Kilo. Also das ist schon eine echte Wuchtbrumme hier. Am Heck erkennen wir, wie für alle Skoda-Modelle üblich,
den Schriftzug in Großbuchstaben hier mittig auf dem Kofferraumdeckel. An der Seite haben wir den ENIAC-Schriftzug, auf rechts haben wir den IV-Schriftzug für die Elektrofahrzeuge. Einen Coupé-Schriftzug gibt es separat nicht. Wir haben jetzt hier auch noch LED-Rücklichter, die wir hier sehen, mit Wischblinkern, also laufrichtungsgebundenen Blinkern. In Voll-LED-Technik, die sehen auch optisch ganz gut aus, passen in meinen Augen auch hier mit diesem Schwarz-Weiß-Kontrast eigentlich ganz gut noch rein. Wir haben typisch für den RS oder für alle Sportline-Modelle dieses Black-Paket, deswegen auch Hochglanz-Schwarz, die Schriftzüge und hier unten auch die Einlage im Stoßfänger komplett in Schwarz. Und woran erkennt man noch alle RS-Modelle richtig? Am durchgängigen Reflektorband hier unten. Hinter der elektrisch öffnenden Heckklappe gibt das Skoda Enyaq Coupé einen etwas kleineren Kofferraumpreis, als es die Limousine kann. Wir haben hier 570 Liter Standardladeraumvolumen anstatt 585 bei der Limousine. Wenn man dann aber Dach hoch bauen möchte, dann merkt man natürlich, dass diese abfallende Coupé-Dachlinie hier einen effektiven Wert hat, nämlich wir haben dann genau 100 Liter weniger Stauraumvolumen, aber das merkt man eben tatsächlich nur, wenn man Dachkanten oder Dach hoch belädt. Das kann man hier natürlich auch ganz gut tun. Wir haben hier einen doppelten Laderaumboden mit einem kleinen Ablagefach, darunter dann das Ladekabel untergebracht, eben so ein schönes Stauset. Wir können auch die Rücksitzlehnen federvorgespannt umlegen, die fallen dann auch wunderbar um. Und dann haben wir einen leicht ansteigende Laderaumkante hier und wir haben auch eine Laderaumabdeckung in Form einer Hutablage, was ich ein bisschen schade finde. Ein Gepäckraumrollo fände ich hier einfach eleganter und sicherlich auch angebrachter. Klären wir hier im Fond die Frage, hat die Coupé-Linie einen merklichen Einfluss auf die Kopffreiheit? Jein. Also ich mit meinen 1,78 sitze hier wirklich gut und habe genügend Kopffreiheit. Da ist noch eine Faustbreite nach oben Platz. Wir haben bei allen ENIAC Coupé-Modellen serienmäßig ein riesiges Glasdach, was sich über die komplette Dachpartie zieht. Ein elektrisches Sonnenrollo zum Abdunkeln gibt es nicht. Das ist zwar schon abgedunkeltes Sonnenschutzglas, aber wer das Ganze noch weiter abdunkeln möchte, da gibt es dann einen manuell einzufaltenden Schwebehimmel. Haltegriffe gibt es hier am Dach ebenfalls, das ist gut. Zusätzlich sehen wir auch hier, es gibt eine Sonnenschutzrollos und Sonnenschutzverglasung, also an die Kinder wird gedacht. Isofix-Verankerungen an den Außenpositionen, sogar optional erhältlich Sitzheizung für die Außenpositionen. Und wir haben hier eine 3-Zonen-Klimaautomatik, Luftaustritte, sehr gut, 2 USB-C-Anschlüsse, Ablagemöglichkeiten hier an den Vordersitzen in 2 verschiedenen Taschengrößen oder in der Türtafel, leider aber die Türtafel innen nicht mit einem Filz oder ähnlichem gedämmt. Der Mittelplatz kann ebenfalls gut genutzt werden, weil genügend Breite hier im Fahrzeug vorhanden ist. Wenn man den nicht benötigt, dann gibt es so ein Simply Clever Detail. Man kann hier noch ein zusätzliches Ablagefach in die Mittelbahntunnel hier unten einsetzen und zusätzlichen Stauraum hervorrufen. Finde ich ganz cool. Auch ebenfalls optional hier noch zusätzlich für weitere Stromversorgung ein 230 Volt Anschluss. Ja, werfen wir einen Blick hier in den Innenraum des ENIAC Coupé RS IV. Und da fällt uns auf, gegenüber dem normalen ENIAC gibt es hier nur sehr dezente Veränderungen und die sind allerdings dann RS-spezifisch. Nämlich, wir haben jetzt hier ein 3-Speichen-Lenkrad, zusätzlich mit dem RS-Logo hier drinnen. Und wir haben hier Carbon-Optik-Leisten zusätzlich drinnen. Es gibt 2 Ausstattungslinien hier im Innenraum für die ENIAC Coupé RS-Modelle. Entweder einmal einen tierfreien Innenraum mit eben Kunstleder bzw. Mikrofaser-Elementen oder eben hier die Version in Vollleder, die wir hier haben. Da auch dann hier ein beledertes Armaturentafelteil. Dann haben wir weiterhin, der Fahrer blickt hier auf dieses 5,3 Zoll große volldigitale Kombi-Instrument, welches sich zusätzlich um ein Head-Up-Display mit Augmented Reality-Elementen erweitern lässt. Wir haben in der Mittelkonsole dann den hier bekannten 13 Zoll großen Monitor, der eben tatsächlich noch 1 Zoll größer ist als etwa im Volkswagen ID.5. Weiterhin auch hier dann ganz normal den Slider, den wir dann hier haben.
den wir nutzen können. Ansonsten ist die Bedienung identisch mit dem normalen Enyaq. Wie wir sehen, hier die Home-Taste, das Klimamenü haben wir hier. Wir können auch ganz normal ins Menü reingehen und haben die Kacheloptik und können die uns dann auch individuell anpassen. Zusätzlich gibt es hier bestimmte Elemente, die wir uns herholen können, wie etwa hier die Bluetooth-Konnektivität. Wir können aber auch die Helligkeit des Bildschirmes entsprechend einstellen. Hier unten gibt es dann eben das Klimamenü. Das funktioniert auch sehr gut. Oder aber wir haben unterhalb dieser Lüftungsdüsen noch Direktwahltasten, unter anderem für Fahrzeugeinstellungen hier oder aber die Einstellung des Fahrwerks. Wir haben jetzt hier das Dynamic Chassis Control, also adaptive Dämpfer verbaut. Deswegen haben wir auch die Möglichkeit hier Eco, Komfort, Normal, Sport, Traction Modus übrigens. Darauf kommen wir dann nochmal nachher kurz zu sprechen oder eben den Individualmodus. Parkassistent haben wir ebenfalls. Wir haben auch eine 360 Grad Rückfahrkamera hier verbaut. Wir haben das Klimamenü, was wir entsprechend einstellen können oder eben die Möglichkeit hier die Heizungen entsprechend direkt zu defrosten. Darunter haben wir dann zwei Ablagemöglichkeiten für Smartphones, während auf der linken Seite das Feld induktiv ist zum Laden. Zwei Cupholder, ein großes Ablagefach und hier unten haben wir den kleinen Knubbel für die Verstellung der Fahrstufen und damit starten wir dann das Fahrzeug auch direkt zu unserer Probefahrt. Wie eingangs erwähnt, ist das Skoda Enyaq Coupé RS Modell das stärkste Serienmodell, das Skoda je gebracht hat, nämlich 220 kW Peakleistung, also 300 PS und ein maximales Drehmoment von 460 Newtonmeter. Umgesetzt wird das Ganze hier im RS Coupé durch zwei Elektromaschinen, eine an der Vorderachse asynchron ausgeführt, die also quasi dann nur mitläuft, wenn die Leistung auch entsprechend benötigt wird, und dem permanent erregten Synchronmaschine an der Hinterachse, die auch jene antreibt und wie bei allen Modellen im Prinzip der Hauptantrieb ist. Der Gesamtantrieb setzt sich dann eben aus den beiden Elektromotoren zusammen. Das Allradsystem wird auch erst dann ermöglicht, wenn tatsächlich beide Elektromaschinen arbeiten. Und hier gibt es ja dann im RS einen Traction-Modus, der bis 20 km/h den Allradantrieb permanent umsetzt, eben um im Winter optimale Traktionsverhältnisse zu ermöglichen. Bei den Beschleunigungswerten sieht es so aus, dass das Coupé RS Modell in lediglich 6,5 Sekunden auf Tempo 100 sprintet, was schon sehr beachtlich ist aufgrund des eben genannten hohen Leergewichts von gut über 2,2 Tonnen. Die Besonderheit ebenfalls beim RS, man lässt ihn 20 Stundenkilometer schneller laufen als die anderen Modelle und somit kann dann der RS 180 Stundenkilometer auf der Autobahn ermöglichen. Die Leistung ist auch völlig ausreichend, aber man muss immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass diese 300 PS ja quasi immer nur ganz kurz zur Verfügung stehen, denn diese Peakleistung ist wie gesagt nur so ungefähr für 30 Sekunden abrufbar, wie auch beim ID.5 GTX. Fahrwerk hier etwas straffer abgestimmt. Wir haben ein Sportfahrwerk, 15 mm an der Vorderachse abgesenkt und 10 mm an der Hinterachse. Das Fahrzeug liegt extrem gut auf der Straße, auch durch den niedrigen Schwerpunkt, durch die schwere Antriebsbatterie, die wir haben, liegt das Fahrzeug dann entsprechend gut hier auf der Straße. Gerade so bei kurvigen Geläuf macht das dann schon auch genügend Laune. Ob das jetzt typisches RS-Feeling ist, das müssen Skoda-Fans und Fahrer wirklich für sich selbst herausfinden. In meinen Augen ist das schon eine durchaus sportliche Antriebsalternative, die wir haben. In meinen Augen aber ganz wichtig, auch hier wieder ist das dynamische Chassis-Control, also das DCC bzw. die adaptiven Dämpfer, denn so können wir die riesigen 21 Zoll Räder so ein bisschen in ihrem Federungskomfort verbessern. Das Fahrzeug tut dann im Komfortmodus angenehm so ein bisschen nachschwingen, was der ein oder andere mag oder eben auch zu Reiseübelkeit vielleicht bei dem einen oder anderen führen könnte. Ich persönlich finde es sehr, sehr angenehm und im Sportmodus kann man das Fahrzeug dann natürlich nochmal entsprechend mit Lenkung, Fahrwerk und so weiter anschärfen. Anschärfen ist aber auch so ein Thema. Wenn man denn nämlich einmal komplett drauf drückt, dann schiebt er auch wirklich gut voran, der RS, und das macht schon dann wirklich Laune. Die Sitzposition ist ja leicht erhöht, also man hat einen guten Rundumblick während des Fahrens. Auch die Rekuperation ist hier einstellbar in
4 Stufen, man hat 3 Stufen, die man über die Schaltpedal hinzuschalten kann, und dann gibt es noch den 4. Modus, den sogenannten B-Modus, den man hier über den kleinen Knubbel in der Mittelkonsole aktiviert, und dann hat man auch ein nahezu voll umsetzbares One-Pedal-Drive. Das finde ich gut gelöst, ebenfalls aber auch diesen Segelmodus, und das gepaart eben durch den sogenannten Travel Assist, den man hier hat. Jetzt haben wir auch die neueste Version hier und softwaremäßig 3.0. Das heißt, wir können hier teilautonom auch auf der Autobahn unterwegs sein. Das Fahrzeug hält aktiv die Spur, den aktiven Abstand, überwacht auch ringsum alles um das Fahrzeug, tote Winkel. Zusätzlich gibt es natürlich auch sowas wie einen Notbremsassistenten, und somit ist der Enyaq Coupé oder das Enyaq Coupé in dem Fall richtig gut aufgestellt. Kommen wir aber natürlich zum Wesentlichen hier bei einem Elektrofahrzeug, und das ist das Thema Batterie und Laden natürlich. Serienmäßig hier, es gibt für die Enyaq Coupé Modelle, wie auch beim normalen Enyaq, 2 Batteriemöglichkeiten. Einmal die 60er und einmal die 80er in Anführungszeichen. Beim RS gibt es natürlich nur die große, das ist eine 82 Kilowattstunden brutto fassende Antriebsbatterie, die netto 77 Kilowattstunden zur Verfügung stellt und die wir dann am Schnelllader mit maximal 135 kW von 10% auf 80% in 29 Minuten auch wieder zuverlässig auffüllen können. Die Ladezeit selber können wir heute leider nicht überprüfen, da nicht genügend Zeit bleibt, um den Akku leer zu fahren und dann wieder zu laden. Dasselbe gilt auch für den Verbrauch, aber da würde ich euch empfehlen, schaut einfach mal in mein Video zum Skoda Enyaq hinein. Da habe ich den Wagen nämlich auf unsere Verbrauchsrunde gesteckt und da seht ihr dann auch einen echten Alltagsverbrauch. Also einfach mal in die Videobeschreibung unten reinschauen und das Video zum Enyaq anschauen. Was mir jetzt aber noch zum Enyaq Coupé RS zu sagen übrig bleibt, das werden wir jetzt dann auch gleich noch im Fazit klären. Günstig ist der Spaß, Skoda Enyaq Coupé RS zu fahren, definitiv nicht. Der Listenpreis unseres Testwagens liegt bei knapp 67.000 Euro, der Einstiegspreis bei 61.550 Euro vor Abzug aller Prämien. Damit ist das Enyaq Coupé RS auch das teuerste Modell, das je im Programm der Tschechen war. Und ein weiteres Highlight, er ist damit auch 2.900 Euro teurer ausstattungsbereinigt als der ID.5 GTX. Was die Platzverhältnisse angeht und das Fahren, da gibt er sich keine Blöße als Enyaq Coupé RS. Mir persönlich gefällt der normale Enyaq tatsächlich eine Spur besser als das Coupé, aber das ist natürlich wie immer Geschmacksfrage. Die dürft ihr mir aber sehr gerne unten in der Kommentarbox beantworten. Was ist euer Lieblingsmodell? Ist es das Enyaq Coupé? Ist es der normale Enyaq oder würdet ihr vielleicht sogar auf das Schwestermodell ID.5 bzw. ID.4 gehen? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, lasst uns gerne jetzt diskutieren. Ich bedanke mich fürs Reinklicken in dieses Video. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, das Ganze zu liken, und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Sage Danke an Bernd Konrad fürs Filmen und tschüss und Servus, euer Ubi.